Ein wunderschönes Mal Moin, hier ist der Angelus zurück in Assassin's Creed Syndicate. Mit Jacob am Start hier bei Nacht. Schöne, belebte Straße hier gerade mit den ganzen Beleuchtungen. Kommt ja nicht so häufig vor, dass man hier in der Nacht mal so unterwegs ist. Und Jacob ist jetzt hier auf dem Weg zu Charles Dickens Ghost Club Aufgabe. Kann ja Jacob auch mal eine Ghost Club Aufgabe machen. Die letzten Aufgaben, die ich im Ghost Club gemacht habe, mit der Spukkutsche und mit dem Hypnotiseur, waren alles Eevees Sachen. Vorher gehe ich aber hier nochmal ins Inventar und zeige euch auch hier die Montur, die ich für Jacob da noch hätte. Die von Ezio Auditore kennt ihr ja schon aus dem Brotherhood. Und hier habe ich die von Edward Kenway, der Pirat. Passt irgendwie auch ganz gut zu Jacob, oder? Finde ich gar nicht so schlecht so. Wenn man sein Gesicht da untersieht, so könnte er auch da als Pirat ganz gut durchgehen. Ja. Eevee hatte da ein bisschen mehr Auswahl, Jacob halt nicht. Der hat allgemein weniger Monturen. Okay, hier ist Dickens drin und da ist auch noch eine Bierflasche. Die will ich aber zuerst haben. Hier steht sie. Danke. So, hoffentlich ist keine Frau wieder am Singen. Das war nämlich letztes Mal ziemlich nervig. So, untersuchen Sie das gruseligste Spukhaus Londons. Oh, klingt interessant. Ein Spukhaus. Da bin ich mal auf die Atmosphäre gespannt, ob das auch spooky gemacht ist. Creepy, spooky, bubu, fui. Nun, Charlie, hält der Ghost Club neue Horrorgeschichten für mich bereit? Wie der Zufall es will. Ja, folgen Sie mir. Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Okay. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Sie haben doch keine Angst. Lassen einer anderen Legende nach spukt auf dem Dachboden der Geist einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster im obersten Stockwerk stürzte, um dem Missbrauch durch ihren Onkel zu entgehen. Ihr schreiender Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenstersims hellend gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper, ein Chorleiter, der dem Opium verfallen war. Sein Neffe Edward war einer von Mr. Jaspers Schülerinnen versprochen, der schönen und zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner berauschenden Geliebten. Interessante Geschichten auf jeden Fall. Bei den einen waren aber Drogen im Spiel, Opium. Das ist ja nett, dass Jacob jetzt hier die Mission machen kann, also dass ich ihn gewählt habe. Ich wusste nicht, um was es hier geht, weil er ja immer so skeptisch den ganzen gegenüber ist, Ghost Club und sowas, ne? Eevee war ja da ein bisschen offener. Bin mal gespannt. Nicht so schnell! Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Sollen wir? 4 Stockwerke, okay. Ist alles beleuchtet. Soll ich alleine reingehen? Nein. Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Okay. Hinweise suchen. Kiste haben wir hier auch. Okay, ist der Ausgang. Hier geht's wieder raus. Hau mal ab, Dickens. Du stehst mir im Weg. Lass mich doch rein, wenn ich das Haus untersuchen soll. Boah, du blöder alter Sack. Wer spielt denn da Klavier? Niemand. Sind das Ratten? Dies unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Okay. Das war das erste Stockwerk.
Klavier hat aufgehört, wir hören nichts mehr. Eine Uhr höre ich. Okay, eine Kinderwiege. Nur ein Luftzug. Nichts weiter. Oh je, vielleicht warte ich hier, während Sie diesem verstörenden Gelächter auf den Grund gehen, das mich überhaupt nicht beunruhigt. Kriegt das Schiss hier, der Dickens? Ein kleines Kind, was hier gelacht hat und weggelaufen ist. Den Ursprung des Lachens finden, das war das Kind, ich hab's doch gesehen. Wieder zum Klavier gehen. Jacob? Ram soll ich den. Sogar aus dem Haus weggelaufen. Alter, wem denn davon? Eines der Kinder rammen. War das einfach nur ein kleiner Kinderstreich hier? Boah, der ist schnell, der kleine Racker, ey. Boah, warum darf ich nicht jetzt ein Wurfmesser einfach werfen hier? Dann wird er langsamer, der kleine Stinker. Boah, hör auf so Kurven zu drehen hier. Jetzt gleich. Ich krieg den wieder nicht. Der ist wieder so schnell, dass es wieder nicht geht. Ja, genau. Super. Er ist langsamer geworden. Jetzt wird er wieder schneller. Hab dich. Lass mich los, du Esel. Was habt ihr bei dem Haus zu suchen? Was geht dich das an? Sag's mir, sonst prügel ich's aus dir raus. Schon gut. Wir haben nach dem Schatz gesucht. Wir fanden einen Schlüssel für den Geheimgang. Ein Geheimgang? Ja, in der Nummer 50 gibt es einen. Hier, der Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Okay, da hat er den Kleinen gleich mal Prügel angedroht. Jetzt frage ich mich, ob Ivy das genauso gemacht hätte. Die hat ihn wahrscheinlich besser zugeredet. So, wieder mit Dickens reden. Geheimgang soll es hier geben. Hier ist ein Schloss, aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Sie haben Glück. Ich habe ihn. Jo, den habe ich. Ach, hier beim Bild. Das weitere Stockwerk. Zwei Hinweise soll ich hier finden. Okay, hier sind Hebel. Nur die beiden Hebel, das werden aber nicht. Das werden nicht die Hinweise sein. So funktioniert der Spuk. Enttäuschend langweilig. Das ist das Klavier. Und das hier wahrscheinlich die Kinderwiege. Jupp. Verschwindet aus meinem Haus! Wow. In Deckung, Charlie! Niemand hat Rose auch nur annähernd so geliebt, wie ich sie liebte. Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned. Vergib. Im Geister! Das ist kein Geist, Dickens. Der war wirklich hier oben eingesperrt. Und hat nur durch ein Loch zur Außenwelt Kontakt gehabt. Weil der in die Rose verliebt war, wurde er hier eingesperrt einfach. Das ist ja brutal. Dickens ist weggelaufen. Das musste man ihn töten. Na gut, wenn er da wirklich nicht alleine raus konnte, ist er jetzt wahrscheinlich von seinem Leid erstmal befreit. Ich meine, der war schon so lange da dran, da waren überall Ratten. Die Spukdinger waren wahrscheinlich Ablenkung, damit jeder, der das Haus betritt, Schiss hat und nicht danach forscht, dass da wirklich einer eingesperrt war, sondern dass sie alle wegbleiben im Haus und deswegen war er da wahrscheinlich so lange eingesperrt. Endlich.
Der Mythos wurde entschlüsselt. Es gab keine Geister am Berkeley Square. Nur eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Drogen zu Mord und Wahnsinn getrieben wurde. Das könnte der Beginn eines großartigen Romans werden. Ich frage mich, ob ich es immer noch kann. Warum nicht? Okay, Aufgabe abgeschlossen. Stockdolch, Charles Dickens Stockdolch kriege ich jetzt als Belohnung. Wahrscheinlich auch wieder schlechter als die Dinger, die ich schon habe. So, aber es gibt noch eine weitere Ghost Club-Aufgabe, wenn ich das nach dem Dings. Oh, guck mal, hier unten ganz. Der Schrecken von London. Den will ich aber auch noch machen. Deswegen habe ich hier einen Aussichtspunkt, den ich als Schnellreise benutzen kann. Und dann machen wir die auch noch. Alles hier in eine Folge gepackt. So wie letzte Folge schon. Der Abschluss der Darwin-Quest-Reihe. Gibt es jetzt auch den Abschluss der Ghost Club-Aufgaben. Und dann können wir uns dann danach voll und ganz fast schon der Hauptgeschichte zu widmen oder auch dem Ersten Weltkrieg. So, da habe ich die Ladezeit ein bisschen gekürzt. Das dauert immer so lange, wenn man eine Schnellreise macht, bis man da überhaupt ankommt. Tada! So, aber der war hier gleich um die Ecke, ne? Der Schrecken von London. Hört sich auch mal interessant an. Mal schauen, wie es weitergeht hier. In der letzten, vielleicht ist es ja auch eine spektakuläre Mission. Von der Spukhaus Eden habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Da ist er ja, der Dickens. Und wir haben Tageslicht, also es ist keine Nachtmission. Der Sprungfeder-Jack ist zurück. Jack in the Box. Um die guten Bewohner Londons heimzusuchen, halten sie ihn auf. Den kennen wir ja eigentlich schon, den Sprungfeder. Naja. Schauen wir mal. Es wird doch wieder dunkel. Doch eine Nachtmission. Gott sei Dank sind sie hier. So unmöglich es auch scheinen mag. Sprungfederdeck ist wieder da. Wir müssen etwas tun, bevor das Undenkbare geschieht. Ich dachte, wir wären fertig mit diesem Nonsens. Vielleicht steckt mehr dahinter, als wir dachten. Okay. Beweg dich. Ja, wir konnten ihn ja nicht ganz ausschalten. Er ist ja geflüchtet in dem... Da ist er ja. Bruder, hör sofort auf damit! Das ist er nicht. Wow! Da musst du schon deutlich früher aufstehen. Ja, ist es doch. Lass mich doch mal laufen. Alter! Ich bin ein Geist, ein Dämon, ein Schrecken in der Nacht. Ich glaube, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich bin der Schrecken von London. Wo ist er hin? Da drüben. Ach, scheiße. Gut, danke, dass er wartet. Jetzt bewegt er sich natürlich wieder. Ich bin ein Gespenst. Welches das Werk des Teufels ist. Ja, wie kommt der denn so schnell vom Dach zu Dach? Ich streife schon lange durch die Straßen Londons. Hör auf zu schießen, wer du schießt jetzt. Nicht den Boden berühren. Oh. Blöde Ratte, ey. Niemand ist vor meinen schrecklichen Klauen sicher. Mhm. Ja, halt dich doch dann. Ich bin ein Geist, ein Dämon, ein Schrecken in der Nacht. Nicht den Boden berühren, Hauptsache er schießt nicht nochmal, ey. Geh mal auf den Sack. Was denn jetzt? Ja, genau. LOL, wie kommt der? Danke sehr. So muss ich nicht mehr hinterherlaufen, ey. Du blöde Sau. Bin der Schrecken von London. Oh. Ich bin ein Gespenst, welches das Werk Leute, ist er da. Auf Erden vollbringt. So, jetzt lasse ich ihn erstmal schießen, bevor ich darüber kletter. Nicht, dass er mich noch hier auf dem Seil erwischt und ich dann runterfalle. Jetzt ist er unten, das ist doch blöd. Wie soll ich denn jetzt... Ich darf doch nicht den Boden berühren.
Ich streife schon lange durch die Straßen Londons. Na komm schon, Pegasus. So lange nun auch wieder nicht. Wie lange soll das denn hier noch gehen? Zählt das da mit als Boden, die Schienen? Ich denke immer schon. Oh, der Zug. Blöde Sau, ey. Was ist, wenn ich ihm ein Messer an den Kopf werfe? Geht gar nicht. Unglaublich. Er bewegt sich jetzt aber auch nicht mehr. Ich will nicht da runterspringen, dann habe ich den Boden berührt wahrscheinlich. Nee, nicht. Ich bin ein Geist, ein Dämon, ein Schrecken in der Nacht. Das ist nicht meine Verfolgungsjagd, ey. Ganz toll. Weil man nicht den Boden berühren darf. Ich kann ja nicht rammen, wenn er da unten langläuft. Kommt doch mal wieder hoch. Oder rennt er jetzt die ganze Zeit da unten rum? Ja, guck mal, wie. Das ist doch nicht normal. Was ist das für ein Typ? Ich will seine Klettertechnik haben. Will auch können. Der ist schneller als mein Kletterhaken. Nicht getroffen, Vogel. Wurfmesser bringt gar nichts. Man trifft ihn einfach nicht. Der ist unter meinen Händen verschwunden. Kämpfen kann er aber nicht. Ja, genau. Das sind mehrere, deswegen ist er so schnell, oder? Ey, der will mich doch verarschen. Alter Schwede. Lol. Das ist ja mal hier. Mysteriös. Äußerst mysteriös. Habe ich ihn jetzt wieder nicht gekriegt? Entweder sind es mehrere oder das stimmt irgendwas ganz und gar nicht, dass er so schnell immer auf den Dächern ist. Okay. Nun, dank Ihnen ist der Ruf des Ghost Clubs ins Unermessliche gestiegen. Wir sind ein Leuchtfeuer der Vernunft in einer Welt, die dem Aberglauben verfallen ist. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich auch einen echten Geist getroffen. Sind Sie ganz sicher? Das ist die Frage. Man kann mutmaßen, dass die Geister, die uns heimsuchen, nichts anderes sind als eine Manifestation unserer Ängste. Schade. Ich wollte schon immer einen Geist sehen. Oder einen Kobold. Darauf lass uns trinken. Auf den Ghost Club und die tapferen Zwillinge, die ihm halfen. Miss Evie und Mr. Jacob. Cheers! Erstmal saufen. Das war's? Sprungfeder Jack kann man halt einfach nicht fassen? Der entkommt einfach immer? Nicht den Boden berühren habe ich geschafft, aber der ist einfach wieder weggekommen. Einfach weggesprungen und dann ist er da mit Todessprung weggesprungen. Man weiß jetzt einfach nicht, gab es den? War das eine Halluzination? War das einer? Waren das mehrere? Da hätte ich mir doch am Ende irgendwie noch eine Aufklärung gewünscht mit dem Sprungfeder-Jack. Dafür, dass das jetzt die letzte Ghost Club-Aufgabe war. Sprungfeder-Jacks Gürtel kriegen wir und ich bin damit, denke ich mal, nicht so schnell wie er. Ich bin hier in einem anderen Lokal, hier ist auch eine Bierflasche. Nice. Korrekt, Alter. Bierflaschen vollendet hier in dem Stadtteil, wo ich gerade bin. Okay, danke. Inventar. Schau ich mal an, was das für eine Waffe? Ach, Charles Dickens Stockdolch. Man sieht hier, der ist für Stufe 5, wie schlecht der ist und wie kacke der auch aussieht. Evie, die benutzt ja hier schon hier unten das Ding für Stufe 8. Warte mal, sind hier noch... Was sind denn die restlichen hier noch? Licht und Dunkel.
erreichen sie Loyalitätslevel 3 bei Robert Topping. Wer ist Robert Topping? Ach, der vom ja genau, Robert Topping ist die Kampfarenen, die man dann nochmal machen kann. Die sollte ich vielleicht mal machen, dann kriege ich bessere Stockdolche-Waffen. Gürtel. Da ist er. Sprungfeder. Oh, der verbessert mich aber sogar. Guck mal, da seht ihr an der rechten Seite neben dem Umhang, da ist das Gesicht vom Sprungfeder-Jack. Das Teufelsgesicht. Da sieht man den noch leicht da an der Seite rausgucken. Okay, der ist nicht schlecht. Den tue ich upgraden und dann auch ausrüsten. Kriegt er noch so eine gute Verbesserung hier, der Jacob. Jo. Das war's. Was habe ich denn hier bei der Datenbank noch? Ach ja, die Bierflaschen, die ich gerade wieder gefunden habe. Sean's Geschmackseindrücke, wie immer. Ich wusste gar nicht, dass es erlaubt ist, sich pasteurierte Schafsurin patentieren zu lassen. Da sauge ich buchstäblich lieber Furunkel aus. Ich beginne langsam an diesem ganzen Projekt zu zweifeln. Ja. Pasteurisierte... Egal. Nee, warte, ich wollte nochmal in die Fortschrittsanzeige gehen. Fortschrittsanzeige. Da. So. Londoner Geschichte. Charles Dickens abgeschlossen. Ja, alles fertig. Dickens abgeschlossen, Zug abgeschlossen, Darwin abgeschlossen, Karl Marx abgeschlossen. Jetzt noch in den Ersten Weltkrieg rein. Und dann ist da noch ein Schloss dran. Das kommt wahrscheinlich in der nächsten Sequenz noch jemand dazu. Aber ansonsten sind die hier alle fertig. Londoner Geschichte habe ich auch zu 82% abgeschlossen. Wir sind hier, es fehlen einige Aufgaben, wo ich nicht die 100 habe, aber das stört mich jetzt nicht so großartig. Londoner Geschichte war jetzt zu 82% schon, das ist fast alles. Und hier geht es dann in der Hauptgeschichte weiter. Also entweder kommt nächste Folge die Hauptgeschichte oder ich gehe nochmal in den Ersten Weltkrieg rein und schaue mal, was ich da noch so machen kann. So. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten, Leute, und bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Syndicate. Haut rein, bis dann und ciao.